verschossen. Mist. Oh Gott. Kein Problem. Hast, glaube ich, genug da. Und Ausdauer. Ich habe, ich stehe in der Luft. Ich habe noch zwei Drittel. Wenn nicht, ich habe da in der Ecke gesehen, da könnte ich einen Tiger ablassen und auf einem Stein könnte ich Samen da tanken. Das kriegen wir schon hin. Was ich mal gemacht habe, ist eigentlich gelegt, weil es so schön in der Ecke lag, den eingekesselt, ein nächstes Viech rein, ja. Wieder eingekesselt. Genau. So lag dann ein Fleischfresser neben einem Pflanzenfresser. So eingekesselt. Ja, ein Wolf gegen neben einem Dödi und neben einem Ankylo. Wir müssen einfach mal bei Gelegenheit 4-5 Dino-Gates machen und irgendwo ein kleines Zwischenlager sozusagen setzen, weißt du? Wo in so einem Fall, wo man dann was abwerfen könnte. Ja, da unten, wo ich gezeigt habe, da ist er, kann man richtig schöne große Dings machen auch. Parkgarage. Ach, ja. Ja, klar. Ach, muss, verdammt. Muss auch nicht so viel laden, wenn man nach Hause fliegt. Ach, gib du. Bleib doch mal stehen. Aber warum denn? War so viel schöner. Ich verschieße ungern die Darts. Ach Gottchen. Wir haben jetzt ein Bronto, wir haben Argies. Geht aufwärts. Zum nächsten das Zuschießen. Okay. Muss ich nur Pfeil und Bogen holen. Noch ein Pfeil und Bogen. Jetzt mit Darts nicht schneller? Keine Ahnung, bei der Schussfrequenz bin ich der Meinung, komme ich mit Pfeil und Bogen schneller ran. Wenn das Tier genug Life hat, ne? Wie so eine Katze oder ein Bronto. Bei Argis ist immer gefährlich, deswegen habe ich auch die Darts für die Argis genommen. Mhm. Wenn du da mit Pfeil und Bogen zack, 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 zack schießt, dann kannst du schon schnell eingetötet. Leg dich doch schlafen. Ja, vielleicht hat er einen hohen Torpor-Wert. Männchen und Weibchen, das ist doch echt optimal. Schön beim Rumziehen den Mid-Boost, 72 und 80, das taugt was. Wenn man nur nicht vergessen, dass die jetzt bestimmt auch ihre 2 Stunden brauchen. Treffe ich da mal? Ich zeige auch nicht immer an, dass ich treffe. Oh. Ja, die Hitboxen reagieren nicht immer. Ah, sieht schon gut gepikst aus. Ach, jetzt gehst du nicht nach rechts. Hm. 18 Darts noch. Hm, ich weiß gar nicht, wie viel ich eingesteckt habe. Ich hab vorhin nochmal die 30 gegeben. Hoffentlich hast du mitgenommen. Wenn nicht, müssten sie in der Smithy liegen, weil du standst davor und warst überladen. Liegt. Perfekto. Oh, der läuft dir nicht weg. Vorgetreffen, muss man sagen. Bis jetzt aber nicht. Also zumindest. Nö.
schreit ja auch immer schön, der Tiger. Noch 8 Darts. Okay, jetzt verschieße ich ja nicht so. Klein bisschen langsamer. Wenn das mit den 5 Sekunden noch stimmt, kannst du so vielleicht 1-2 Darts sparen. Wenn das denn überhaupt noch stimmt. Sobald der K.O. geht, fliegt er dir sowieso aus der Hand. Yep. Wie schaut's mit Stamina aus? Ist noch okay. Die untere Spitze vom Blitz ist noch komplett da. Letzter Dart. Hab ich da noch welche? Ach, guck mal im Narkotikschrank. Wenn ich renne gerade 29 durch. Ja, okay. So schnell verliert er auch nicht. Okay, 34 habe ich dann noch. Geht doch. Mit 29 renne ich wieder durch. Perfekt doch. Blut schon ganz schön. Jupp. Ist schon da. Sehr gut. Voll. Lass mal Stats. Oh, fast tot. 800. Oh, das war Leben voll. Der andere ist tot fast. Wahrscheinlich doch nicht gut, dass ich im Kopf geschossen habe. Uninteressant, du lebst ja noch. 850. Oh, Torpor fällt nicht allzu stark. Super. 170. Mal Prime besorgen. Gemeinsam, ja, ne? Die schlafen lang genug. 52 und 45. Trizi. Trizi? Trizi. Fürs Prime? Ja. Agi-Leveln dabei. Ja, besser. Ups, lass mich doch mal. Muss ja wieder hoch. Schön auf die Paraceratherien, die geben am meisten Prime. Konto Schnucki, du kriegst einen neuen Parkplatz. Und wenn ich da unten auf der Fläche. Oh, die Fläche gibt aber. Der kann ruhig noch 5 Meter zurück locker, wenn er da stört. Ich habe nur erstmal da hochgestellt, während wir weg sind. Ja, im Redwood soll es doch Paras geben. Ja, gibt's mehrere Sachen. Ja, und der Sumpf hier unten, ne? Ja, da ist doch schon eins direkt mit Terzis. Oh, ein ganzes Rudel Terzis. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind aber Ameisen und keine Ahnung, und die Krokodile auch in der Nähe, die sich vom Adler holen können. Ich würde sagen, da sieht gut aus. Hier sieht gut aus. Na gut, nehmen wir den da. Was ist denn für ein Level? Warum? 60. Aber so beide. Das sind nämlich Herzen. Stell dich nicht so an und gib auf. Da kommt wieder so ein Taschendieb. Mach schon so, obwohl ich Trizi. Ich glaube, der interessiert sich nicht für uns, wie es aussieht, oder? Ja. Der Trizi. Ah, doch. Jo, ist gelegt. 2 Prime. Und ab die Post. Reicht erstmal. Wie viel hast du? 3 habe ich. Ich habe jetzt gar nichts rein. Kein Prime. Ich habe dich jetzt mal alles trinken lassen. Okay. Dann nehmen wir das nächste. Die hungern so schön, dann fressen sie gleich direkt. Ich habe 4. Hol mir die Pelz. Frau 8 aus. Auf ihre Etikette, die möchte Pelzsoße.
8, Level 68, nee, ist doch nicht schlimm. Ach, jetzt habe ich Terzis in den Backen. Ach, ihr könnt mich mal, ich bin zu hoch bei euch. Seit wann könnt ihr springen? Level 8. Oh, ne, einmal soll ich auch haben. Oh, oh, ich muss mal weg. Ja. Oh. So schlimm? Jupp. Der Vogel hat nur noch 600 live. Er muss erstmal hochgeskillt werden bis 3000. So. Ja, genau. Ich lasse die Terzis die Arbeit machen. Die sind da gerade im Rudel drauf. Mit die Morphodons gegen das Vieh. Oh. Hab ich jetzt eine Rumkugel erwischt? Oh, ich hab die Rumkugel kurz angeschlagen. Oh. Die hat andere Probleme. Och, nee, nee, nee. Achso, ist den dann. Über weg. Okay. Och. Hey, weg, Terzi ist zu heavy. Schon wieder auf 400 Leben. Ich hätte aber 4 Primes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sollen wir dich schon mal rein? Ja. Und Fleisch? Was ist? Jupp. Achso. Ich dachte schon. Ja. Das. Ja. Vielleicht sehen wir den einen oder anderen Diplo. Ja, da habe ich vorhin sogar einen gesehen. Ja, wie geht's zum Wasser oder so? Ja, die Terzis sind ja echt zu heftig, ey. Mhm. Wenn du eine 3-4 hast, zack, zack, bist du von 1000 live runter. So, Absprung. Erste Licht da oben. 1, 2. Ach, guck mal, das ist ja super. Er hat noch nicht mal genug Hunger, um auch nur einen Prime zu fressen. Beide nicht. Ja, er frisst jetzt gerade mal ein Prime. Oh, 2 Prime, direkt ungefähr 25%. Das lohnt. Wer hat das? Alle beide schon was drin oder was? Der eine hat alle beide gefressen, der andere wohl noch keinen Hunger. Nicht schlecht. Oh. Geht fix, wa? Ah, er frisst auch jetzt. Auch direkt ein Prime ungefähr. Ah, ne, Hälfte. Doch, ja. Jetzt guckt ihr das an. Junge, Junge. Das lohnt sich ja richtig. Nächste Runde? Ja. Boah, das ist ja echt Fleisch. Los. Fleisch. Ja, ja, ja. Freu dich später, Vogel. Wir müssen los. Ein bisschen mehr Speed. Da unten sind wieder 2 Terzis im Busch, prügeln sich mit dem Kanu. Ich wollte jetzt gerade da. Ich flieg dir nur hinterher. Achso. Ich leg mich nicht mit Terzis an. Anscheinend am besten auch nicht mit dem RG. Diplo oder Bronto? Oh, Diplo und Stego. Diplo. Ah. Oh, ist blutig schon, ist ja gut. Ja komm, dann mach ich den Stego. Dann mach ich den Solo-Stego, der hier rumgammelt. Und Level 76. Ey, das ist mein Bein. Weg da.
dämlichen Viecher. Kein Prime? 2. Okay. Super, dann hast du sie alle, das passt doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sauber. Ast rein. 4, 4, ne? Perfekto. Hier keine Verfolger? Nö. Ameisen. Perfekt. Achso. Der Grill brennt, glaube ich, immer noch so, wie es sich anhört. Ah, der hier braucht. Das geht echt zackig mit Prime und das noch nicht mal Kibbel. Er kann man jetzt nicht meckern, der hier ist halb fertig in den paar Minuten. Oh. Bei mir. Hast du gerade. So. Das ist ganz gut. Hilft er? Vor allen Dingen Pärchen. Da taugt was. Gleich mal gucken wegen Sattel. Zappa. Chitin, Kreatin, Hyde, Fiber. Hast du schon gelernt? Nee, aber aus dem Kopf. Habe ich jetzt. Und Smithy. Ich guck mal nach. Ja, ich guck mal, ob ich hier nochmal schnelles Prime sehe. Ach, jetzt haben wir Nebel. Na, wunderschön. Hm. Und wieder Terry, also die sind ja echt katastrophal. Stehen an jeder Ecke rum, die Viecher. Und die Wegelagerer. Zwei Sattel sind in Arbeit. Perfekt. Hat noch so ein Schubsi vor dem Schnabel. Na, bist du auch wie ein Bronto am Bauch empfindlich? Mal gucken. Wer schubst jetzt wen, ne? Bist du gerade? Ich bin nur leicht um die Base herum. Eine Senke tiefer. Also auch schon durch. Und er gibt. Hat jetzt gerade umgefallen. 2 Prime. Noch ein Prime. Komm, gib mir noch eins. Fair, fair. Jawohl. Da kommt sie auch gerade. 4 Stück. Oh. Nehmt der Base. 2 D plus. Nice. Klopft auf sich zwar gerade irgendwas. Der Bronto am Dach, das sieht urig aus. Oh, da kommt noch ein Kanon. Rechts. Unten bin ich. Okay. Ja, wir haben gerade einen stetigen Prime-Fluss.
Jetzt habe ich Insekten noch am Hals. Ich bin sofort bei dir. Rechts raus und dann nach rechts. Okay, am Fluss. Nee, hier. Hier, Hinter, genau. hinter Maus quasi. Wenn du zur Maus guckst, linke Seite. Ah, ich sehe die Schau auf Damage-Zahlen. die. Jo, ich sehe die Damage-Zahlen. Der Diplo ist gerade tot umgefallen. Na, ein. Ja, der andere ist gerade umgefallen. Ah, ist er umgefallen? Jo. Wo ist das Kanu? Und weggelaufen. Ach, da hinten ist es. Ich habe jetzt keinen Reim bekommen. Okay. Großmetzelei. Ja, aber es läuft auf Archie auf. Yep. Also nicht. Oh, er macht gut Damage. Nothing. Ich auch nicht. Aber ich habe 3 im Inventar und 6 haben die noch pro Servertuf. Einer hat gerade gefressen. Hör's. Oh, es gab eine Stahlpike. Oh, 3 Level. Ich habe eine Stahlpike im Inventar von irgendeinem. So nett. Hoffe ich mein Zeug verliere. Oh, jetzt wird wieder finster. Oh, fast jo, halb 10. Vogelummer. Bitte was? Phosphiden? Ach, ja. Der kriegt dich doch von alleine ein. Kriegt sich von alleine ein. 200 Leben. 200, also ich habe reingeguckt, ja. 400 ja. oder 600 hatte der noch. Jetzt bitte ich dich. Auch 200 ist noch viel. Mit 2 HP reinkommen, das ist schlimm. Rabenpopper. Mama Achi. Naja, er kriegt sich von alleine ein. Ja, ich feed ihm gerade. Naja, der heilt auch von alleine. Muss ja jetzt nicht mehr fighten. Er ist nicht mehr so blutig. Ah, 1400. Jetzt hat er so viel Leben, wie er vorher hatte, vorm Leveln. Da fühlt sich bestimmt so schlimm aus, weil ich ihm 2 oder 3 Level auf Leben gegeben habe. Er hatte vorher 1800. Ist zu wenig. Der braucht 3 bis 5, dann kann man gut kämpfen. Jo, der hier ist fast fertig. Der muss noch einmal fressen. Und der hier unten 2-mal, glaube ich. Jupp, und der hat noch 4 Prime. Und es hält noch über 5 Minuten. Das müsste klappen. Und der hier? Boah. Das ist gleich kaputt. 4? Naja, 6. 6 Minuten? Und auch nur noch einmal, würde ich behaupten. Das könnte hinkommen. Boah. Zweimal. Und einmal. Ja, einmal kriegst du ihn. 34 plus Level ist ja gar nicht mal so schlecht. Nö, das ist perfekt. Stimmt. Das ist perfekt. Ja. 34, 35. Hab nichts Nachteiliges gesagt. Ne, 35 wäre perfekt. Oh ja, super. Ohne Kibbel? Naja. Das ist schon doch eigentlich sogar nur noch mal zu schnell. Naja, egal. 80, 40 wären 39. Er kriegt 37. Oh, supi. Kommt jetzt, fress doch endlich, Jungs und Mädels. Er hat erst 42 Food verloren. Bei 80 fressen sie Prime, ne? So, schon mal Sattel drin. Und dann wacht er auf. Nee, die wachen nicht mehr auf. Guck mal, auch keinen Narkotics gebraucht. Die wachen sich auf. Ja, wenn sie fertig sind. Aber guck mal, je höher das Level, je weniger Narkotics brauchst du, oder was? Bitte? Ja, je höher das Level, je weniger Narkotics. Guck dir mal die Trikes an. Was haben wir da Narkotics reingebuttert? Ja, Trikes sind Pflanzenfresser. Und Pflanzenfresser sind irgendwie alle. Ja, stimmt schon. Und vor allem, die kannst du ja nicht hochheilen. Das sind die Fleischfresser besser. Mit den Kuchen jetzt, ja.
Ups, der erste ist fertig. Mit den Kuchen kannst du die jetzt hochheilen. Das haben sie auch gemacht. So, und der müsste jetzt... Mal gucken, wann er frisst. Oh, bei noch 30. Hält das Prime noch so lange? Das Prime hält noch 4 Minuten. Passt. Und fertig. Ne, die fressen schon bei 60 Prime. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. 115, 117. Oh. Ich weiß nicht, wie man es richtig schreibt. Was? Bagheera. Ah. Sehr geil. Oh, ein schönes Foto. Nebeneinander. Vorm Tor oder wo auch immer. Jo. So. Eine Fackel mache ich mal aus. Ja, das sieht gut aus. Schön.